Ah! Ja. Harry macht die ganze Zeit weiter. Ah! Weil er runterfällt. Ah! Und ich auch. Ah! Aber diesmal habe ich nichts verloren, komischerweise. Tschüss, Harry. Er müsste sich auch so langsam ein klitzeklein wenig verarscht fühlen. Weil ich die ganze Zeit ihn da, ja, einfach drauf fliegen lasse. Die Plattform war nicht vernünftig drauf. Bist du drauf? Ja, jetzt ist er drauf. Sehr schön. Wir bauen uns hier einen Weg zu dem goldenen Stein. Denn auch hier ist es wieder offensichtlicherweise egal, ob wir, ja, das ganze Geld sammeln. Aber, naja, wir gehen ja mit 20.000 raus. Das ist ja besser als nix, ne? Aber so ein bisschen Kleingeld tut immer gut. Und da hinten ist ein Festmahl aufgebaut. Hm, cool. Ja, man muss auch manchmal so auf Hintergründe und so achten. Das mache ich immer sehr gerne bei Filmen. So, ein letztes Mal begeben wir uns nochmal hier ran und werde Bauarbeiter Teil 2 von 4. Mal gucken, was wir jetzt bauen dürfen. Ob es großartig interessant wird, werden wir sehen nach dem Ladebildschirm. Hebe das Gelände mit Taste 1 an und senke es mit Taste 3 ab. Die Fische sollen im Wasser sein und die Katzen auf dem Trockenen. Oh Gott. Das ist senken. Und das ist heben. So, Katze rausgeholt. Fische ab ins Wasser mit dir. So, Katze. Katze! Fische. Beide Fische möchte ich jetzt gerne ins Wasser tun. Ja, sehr schön. Du wirst es hilfreich finden. Na toll, wenn der Tooltip total schnell verschwindet. Zählt das als gelöst? Nein, zählt nicht als gelöst, verdammt. Okay, den Fisch nochmal unter Wasser tun. So, ein bisschen die Katze nicht anwehen. Und sie ist draußen aus dem Wasser. Sehr gut. Und ab ins Wasser mit dir, Fisch. Und Katze, raus mit dir. Oh Gott, kann ich hohe Berge machen. Die ist auch gerettet. Und der letzte Fisch. Goldfisch im Wasser. Neue Bildner-Charakter verfügbar. Ah, cool. Und wir sind auf einem Hypogreif, glaube ich, unterwegs. Hießen die Teile so? Ich weiß es nicht. Ja, ich hau halt eben viele Namen durcheinander, was euch auch aufgefallen ist. Und ja, ihr berichtigt mich und das finde ich gut. Das ist Teamarbeit. Nur anders. Und ja, das sollte aber jetzt erstmal reichen hier an Bonusleveln. 3 Bonuslevel wieder abgeschlossen, beziehungsweise insgesamt waren es ja mehr oder weniger 4. 2 Bonuslevel abgeschlossen, insgesamt waren es eher 4. Weil wir ja auch, ja, ne, den Rest erledigt haben, also diese Bildner-Sachen. Und ja, jetzt begeben wir uns wieder nach Hogwarts. Es wird wieder Zeit, dass wir Hogwarts erreichen und unseren Lehrgang fortsetzen in jede Richtung, alle Richtungen, ja, so oder ähnlich. Und ihr merkt es auch schon, das Spiel leckt nicht mehr. Ja, ich habe nur mal kurz dann offscreen nachgeguckt und einfach mal noch ein, zwei Hintergrundprogramme beendet. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Ja, man sollte vielleicht vor der Aufnahme erstmal alles zumachen. Ja. Die sind da reingedanced. Und wir fliegen mit dem Auto. Denn der Bahnhof will uns nicht dabei haben. Oder will uns nicht drinne haben. Oder einfach nur dieser kleine Genom hat uns abgesperrt. Hat uns den Weg versperrt. Oh Gott! Fliegt! Muss ich das jetzt machen? Nein, gut. Oh, ich dachte jetzt schon. Weil der Übergang so ein bisschen heftig kam. Ja. Jetzt müsste rein theoretisch... Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, das zweite Buch habe ich sogar etwas genauer in Erinnerung als das erste. Weil ich die Geschichte auch ein bisschen besser fand. Wir sind in einem magischen Baum gelandet, dem das nicht gefällt, dass wir drin gelandet sind. Und dem Wagen gefällt es nicht, uns weiterhin zu transportieren, deswegen hat er uns einfach rausgeschmissen. Sau, sagt er. Kaputt. Voll kaputt, ey.
Ladebildschirm. Los, geh weg. Und wir sind in Hogwarts angekommen. Was? Wir haben... Die Eröffnungszeremonie wurde gar nicht gezeigt, die wir nicht gesehen haben. Das ist schon wieder ein Teil der Geschichte, der fehlt. Das finde ich jetzt ärgerlich. Menno. Egal, wir haben ja aber auch wieder jede Menge zu zerstören und aufzubauen und zu machen und zu tun und... es ist so viel. Mülltonne? Ja, mach mal hier die Sachen weg. Ich mach derweil die Schüler weg, weil die stehen dir ja nur im Weg rum. Hast du alles aufgesammelt? Gibst du uns dafür jetzt was? 1 von 10. Okay. Und wir dürfen wieder einen Zaubertrank bauen. Ja, rein damit. 1 von 10, ich weiß jetzt nicht, was für 1 von 10. Habe ich jetzt 1 von 10, ja, Mülltütenhäuschen ja benutzt oder, also so Sammler benutzt oder, naja, ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es bestimmt noch erfahren. Auf die Kiste selbst darf ich nicht schießen. Aber ich glaube, hier kann ich ein neues Skelett zusammenbauen. Ja, wähl doch das letzte aus. Danke. Ein neues Skelett. Okay. Wir brauchen nur deine Hand. Dankeschön. Dass du uns sie geliehen hast. Mehr oder weniger unfreiwillig. Ha, da komme ich nicht hoch. Müsste ich dafür etwa hier einen Besen haben oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt erstmal rausfinden, was ich dann gleich mit dem Zaubertrank machen soll. Da sehe ich schon. Da können wir hier dann gleich an was ziehen. Und wenn wir an was ziehen, dann bedeutet das eigentlich immer nur, dass wir Blödsinn machen. Yep. Wow, wow, wow. Hier, friss. Friss. Willst du nicht? Dann halt eben nicht. Ich hab dir extra Opfer gesucht, und aber du lehnst sie ab. Nee, nee, nee. Finde ich nicht okay von dir. Ja, Hermine wird ein bisschen durch die Gegend gebackt. Ah, da hinten kann ich mir dann jetzt ein Podest bauen, damit ich da hochkomme. Und hier fehlen uns offensichtlicherweise Steine, die wir aufstapeln können. Das Teil, da sammle ich jetzt noch nicht. Ich will erstmal hier das Podest bauen. Tada! Ich wollte gerade sagen, der blaue ist aber ungünstig gelandet, aber im Endeffekt war dann, naja, es war knapp, dass ich ihn dann doch noch sammeln konnte. So, wir wären mega stark, aber nicht mit den üblichen Charakteren, so, Charakteren, sondern mit Ron. Er wird der Roninator. Geil, jetzt ist Ron mega stark, deswegen sieht er das einfach raus. Und öffnet dadurch die Tür. Anscheinend war das sogar das Richtige, was ich gemacht habe. Denn ohne das konnten wir da wahrscheinlich nie weitergehen. Jetzt erschließt sich mir aber noch nicht, wie ich da oben rankommen soll. Beziehungsweise, warum ich das Teil hier nicht kaputt machen kann. Muss ich das vielleicht schweben lassen? Nö. Nö, ich kann da noch nichts machen. Also mit meinen derzeitigen Zaubern. Naja, dann sammeln wir hier in den Hintergrund noch alles ein und dann gehen wir weiter. Nee, da drauf nochmal drauf schießen bringt nichts. Okay, da hinten geht's nicht weiter. Ja, ja, jupp, jupp, jupp. Und ja, dann folgen wir halt in dem Geist. Ach so, wir haben wir hier doch den Weg freigemacht oder haben wir hier einfach nur den... Ja doch, wir haben den Weg dadurch freigemacht. Also mussten wir das erledigen. Und wir sind im Schulhof. Und der Schulhof hat sich eigentlich nicht sonderlich großartig verändert, bis auf, dass der Hausmeister seinen Dienst nicht ganz so gut getan hat, nämlich hier, wow! Ja, wir sind kleine Superstars, wir werden hier fotografiert, mitten auf der offenen Straße. Oder so ähnlich. Ist doch gut jetzt hier, Kollege. Kannst auch aufhören, uns zu fotografieren. Und wir können hier wieder Teile sammeln. Nur die können wir nirgendwo, glaube ich, reinschmeißen. Nee, können wir nicht. Aber hier ist schon wieder so eine Schreibbase. Und die wird von 4 Vertrauensschülern, naja, in Schach gehalten, glaube ich, soll das sein. Das stimmt, weiß ich nicht.
Irgendwie fehlen mir auch dem gerade die Geisterstutz, damit ich weiß, wo ich weitergehen kann. Aber ist egal, wir machen dann halt irgendwie alles kaputt und zerstören und sammeln. Und wer macht hier die ganze Zeit boing, 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 boing? Du! Boing, 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 meins, 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 meins. Oh Gott! Wie krank! Kann ich die damit vielleicht erledigen? Ja, ich kann sie wegglitschen. Cool. Ich weiß nur im Grunde nicht, was das hier für...